Versuchen wir es mal, ein Gespräch, Menschen in einem Raum. Ist Versuchen schon Hoffen oder mehr? In jedem Versuch, würde ich sagen, steckt die Hoffnung, dass dieser Versuch gelingen möge. Insofern lassen wir uns beide doch hoffen, dass dieser Abend gelingen möge und starten wir. Naja, also das ist schon wieder eine sehr gefährliche Geschichte, denn alle Hoffnung, dass dieser Abend gut wird, ruht auf Ihren Schultern. Das würde ich nicht sagen. Nein, nein, wir begegnen uns auf Augenhöhe, wir sind beide genauso groß. Für das Gelingen verantwortlich. So, ja. Sehen Sie, so kann man also Hoffnungen und Realitäten schon verteilen. Welche Bedeutung hat der Begriff Hoffnung in Ihrem Leben? Wie begleitet Sie die Hoffnung? Ich bin, als ich tatsächlich noch gar nicht auf der Welt war, erstmal wie jedes Kind, natürlich war ich ein Kind, dem die Hoffnungen seiner Eltern galten. Die Situation meiner Geburt waren aber tatsächlich so außergewöhnlich, dass es geradezu einen Familienmythos gibt, der sich ganz explizit mit dem Wort Hoffnung verbindet. Es war so, dass meine Mutter, als sie mit mir schwanger war, einen schweren Unfall hatte. Sie wurde von einem Autofahrer angefahren, mit mir im Bauch. Es war wirklich dramatisch. Sie flog 13 Meter durch die Luft. Sie hatte einen Schädelbruch und ein quasi vollkommen zertrümmertes Bein, was irreparabel schien. Und sie hatte eben dieses Kind im Bauch. Und nun richteten sich die, wie soll ich sagen, die Kräfte meiner Mutter darauf, dass dieses Kind, wenn es nicht sofort zu einer Fehlgeburt kommt, doch gesund auf die Welt kommen möge. Die Ärzte waren da zunächst mal skeptisch und dann irgendwann auch nicht mehr und sagten, wir wollen mal gemeinsam hoffen. Und nun kam ich tatsächlich zum berechneten Geburtstermin als ein Prachtkind, wie der Kinderarzt, der mich da untersuchte, feststellte, auf die Welt. Und seitdem gibt es in unserer Familie die immer wieder natürlich auch erschütterbare, aber doch eigentlich die Gewissheit, dass aus einer existenziell schwierigen Situation doch etwas werden könne, was letztendlich gut wird. Meine Mutter hat sich dann auch erholt. Zunächst mal hat die Natur dafür gesorgt, dass alles in das Kind ging, in das 5 Monate alte Kind. Das Bein halte nicht zu, es ging ihr schlecht. Und dann irgendwann, als ich dann auf der Welt war, hat die Natur sozusagen an meiner Mutter das relativ schnell nachgeholt, was zunächst mal alles das Kind noch brauchte zum Wachsen und so weiter und so weiter. Also ich will es auch nicht zu ausführlich erzählen, aber seitdem gibt es in unserer Familie, ich habe noch einen Bruder und wir vier, mein Vater ist schon lange tot, aber wir vier haben eigentlich immer gedacht, lasst uns doch eher ans Gelingen glauben, lasst uns doch eher hoffen, lasst uns doch eher denken, es wird schon irgendwie gut gehen, als das Gegenteil davon. Das ist, wenn Sie mich das fragen, fällt mir das als erstes ein. Aber wie, wenn ich zurückfragen darf, haben Sie auch so einen, vielleicht sogar persönlichen oder familiären Mythos, wenn ich mir die Frage erlauben darf? Also ich bin ambivalenter, was Hoffnung angeht. Meine Familie hat den Holocaust nur mit 3 Menschen überlebt. Ich glaube, da gab es viele Jahre im Ghetto und anderswo für Millionen Menschen Hoffnung, die dann am Ende tödlich war.
Aber mir ist auch in jungen Jahren, ich war da schon etwas älter als Sie, ich war schon geboren, ein Mensch dann in mein Leben begegnet, eingetreten, der hieß Oskar Schindler. Und Oskar Schindler hat über 1000 Menschen gerettet. Und ich bin aufgewachsen in einem Land, wo in den 60er, 70er Jahren, wir sind ja fast gleich alt, die meisten Menschen mir gesagt haben, was kann denn ein Einzelner tun, was kann denn ein Einzelner verändern, was übrigens ein Ausdruck von Hoffnungslosigkeit wäre. Wenn ich nichts tun kann und nichts tue, dann war es auch damit. Und Oskar Schindler war eigentlich so ein lebendiger Beweis, der mich dauernd anstoßen wollte und sagen wollte, hallo, im hoffnungslosesten Moment gab es eine Konstellation, wo deine Eltern, ein paar andere und ich zusammenkamen und das Ergebnis ist Leben. Wenn ich also relativ hoffnungslos werde, denke ich an ihn, vergleiche die Gedanken, die mich hoffnungslos machen oder die Anlässe und öffne die Tür zur Hoffnung. Allerdings, und da würde ich zu Ihnen gerne nochmal zurückspiegeln, die Hoffnung an sich ist ein Glaube, ein relativ irrationaler Prozess, aber die Hoffnung wird ja auch oft enttäuscht. Hat das eine Bedeutung für Sie gehabt, wenn Sie gemerkt haben, dass Sie andere Menschen enttäuschen oder dass Sie von Menschen enttäuscht wurden? Ja, natürlich. Naja, wir alle schleppen ja unsere Narben, mehr oder weniger vernarbt, mit uns herum. Je älter wir werden, desto mehr Narben hat uns das Leben, unsere Biografie, teils wir uns auch selber zugefügt. Und die einen heilen schneller, die anderen heilen möglicherweise gar nicht, sondern schwären immer noch so ein bisschen vor sich hin. Und natürlich habe ich versucht und versuche es noch und habe hoffentlich noch eine Weile vor mir, mein Leben so zu leben, dass ich die Dinge eher mit einem, sagen wir mal, vorsichtigen, skeptischen Optimismus angehe, als politisch empfindender Staatsbürger, hätte ich jetzt fast gesagt, also als politisch empfindender Mensch, als jemand, der in einem künstlerischen Beruf arbeitet, wie als ganz privater Ulrich Mattes, versuche ich, ausgehend vielleicht von diesem Urerlebnis, was ich erzählt habe, eher ans Gelingen zu glauben, an das Bemühen, Dinge zu verbessern, auch ans Bemühen, mich selber zu verbessern. Ich habe durchaus den Anspruch an mich, wie an meine Umwelt, Dinge zum Guten hin zu bewegen. Das ist hoffnungsvoll. Sonst würde ich mich nicht so leidenschaftlich in meinem Beruf, wie ich es tatsächlich immer noch bin, nach 40 Berufsjahren, das kann ich wirklich sagen, das bin ich tatsächlich in der Ausübung meines Berufes immer noch so wie als blutiger Anfänger, wie auch in dem Bemühen, mich als Bürger dieses Landes zu engagieren. Dass beides, dem Beruf mit all seinen Aufflügen und Abstürzen, würde ich nicht so ausüben, wie ich ihn ausübe. Und ich würde resignieren als Bürger, was ich nicht tue, in meinem politischen Engagement, wenn ich nicht daran glauben würde, manchmal skeptisch und manchmal auch ein bisschen verzweiflungsvoll, aber letztendlich dann doch immer wieder aktiv werdend und als Bürger und leidenschaftlich arbeitend als Schauspieler, ich hätte fast gesagt als Künstler, ich versuche mit dem Wort etwas vorsichtig umzugehen in meinem Zusammenhang. Jetzt habe ich den Anfang des Satzes vergessen. Brumm, Punkt. Nehmen wir den Begriff Künstler auf. Ich kann ihn verwenden, Ihnen gegenüber. Wir sind hier an einem Ort der Kultur. Das ist ein Museum. Thomas Rehberger hat hier ein wunderbares Kunstwerk hergestellt. Sie sind Schauspieler, Sie sind im Theater, auch im Film. Aber
glauben Sie, dass Kultur, glauben Sie, dass Theater und Kunst den Menschen Hoffnungen machen kann? Naja, ja, also wie soll ich sagen? Also eins kann ich für mich selber und für meine Arbeit wirklich ausschließen. Ich beantworte Ihre Frage jetzt so ein bisschen ex negativo, komme dann aber sozusagen auch auf die andere Seite der Medaille noch zu sprechen. Eins kann ich wirklich ausschließen, was ich in meiner Arbeit bis zu meinem seligen Ende, wenn ich mein Leben aushauche oder irgendwie meine Texte nicht mehr merken kann, Zynismus wird es in meiner Arbeit nicht geben. Und immer wenn mich durch regieliche Ambitionen oder wodurch auch immer Zynismus anflog, habe ich mich nach Leibeskräften gewehrt, mit Krächen, mit Aussteigen aus Produktion, mit Gebrüll, mit Gemache. Das lasse ich sozusagen nicht mit mir machen. Zynismus hat für mich in der Arbeit, wie ich sie betreiben will, nichts zu suchen. Warum ist das so? Das ist, weil ich glaube, dass das Theater, also ich will mal die gesellschaftliche Relevanz gering halten, aber ich glaube zutiefst daran, dass das Theater, die Literatur, die Musik, der Film, alle Künste, der Tanz, die Architektur, alles, alle Künste sind in der Lage, in einem einzelnen Menschen bestimmte Impulse auszulösen, die ihn zunächst mal vielleicht etwas lebendiger sein lassen, als er das vorher war, die vielleicht ein paar vermeintliche Gewissheiten in der Lage sind, in Frage zu stellen, in der Lage sind, um mal von meinem Beruf zu reden, sozusagen den Glauben daran, dass es bestimmte Menschenmöglichkeiten gibt, die in einem selber oder in anderen Menschen angelegt sind, an die man vielleicht nur mit bestimmten Vorurteilen, mit bestimmten Erwartungshalten, mit vermeintlichen Sicherheiten, also all das in Frage zu stellen, daran glaube ich zutiefst, in Individuen. Und wenn man das schafft, schafft man auch also sowas wie Freude oder wie Schönheit oder wie Poesie oder so Begriffe, die, wie soll ich sagen, wo manche sagen, oh, das ist jetzt aber Kitschgefahr, das mag schon sein, aber daran glaube ich schon auch im Theater und im Film und in der Literatur und in den Künsten. Und insofern, wie soll ich sagen, natürlich will ich auch dialektisch sein und das Gegenteil davon ist natürlich genauso wahr und muss seinen Platz haben in den Künsten. Das Hässliche, das Böse, die Abgründe, die Gewalt. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte, die mir jetzt gerade auch hier, als ich vorhin mit Frau Wenzel durch die Ausstellung gegangen bin, durch die noch ganz unfertige Ausstellung, die sehr schön und anregend wird, das kann ich jetzt schon sagen, fiel mir etwas ein. Ich war als Abiturient, hatten wir die Wahl zwischen einer Reise nach Israel, einer Abiturreise nach Israel oder einem Badeurlaub mit Ruinen besichtigen in Griechenland. Und da habe ich mich zusammen mit einem Drittel der Schüler für Israel entschieden. Wir hatten einen sehr engagierten Lehrer, Aktion Sühnezeichen, hieß das damals noch, jetzt heißt es, glaube ich, Aktionsfriedensdienst, ich habe es vergessen, ist auch wurscht. Und aufgrund meines Elternhauses und aufgrund meiner eigenen Interessenslage, ich hatte mein Abitur übers Judentum geschrieben, ich bin ja selber nicht jüdisch, also ich wollte nach Israel unbedingt.
Und wir wohnten und arbeiteten 2 Wochen in Hasorea, einem Kibbutz zwischen Tel Aviv und Haifa. Es war ziemlich hart, die Arbeit. Wurden früh um 4 geweckt und mussten dann bis 1, von 5 bis 1 arbeiten. Unkraut jäten, Birnen pflücken, alles Mögliche. Und wir wohnten zusammen mit jeweils einem anderen. Und dann hieß es an einem Abend so, heute kommen wir in Familien oder zu Paaren oder wie auch immer. Und mein Kumpel und ich aus der Klasse kamen, wie uns vorher gesagt wurde, zu einem Ehepaar, was tatsächlich, die hatten gerade so noch emigrieren können, 38, und sie hatten mit niemandem, nachdem sie aus, wenn ich mich recht erinnere, aus Düsseldorf, mit niemandem mehr Deutsch gesprochen. Nur untereinander. Kinderloses Paar, beide damals, weiß ich nicht, so Ende 70. 1977 war das. Und sie hatten mit niemandem Deutsch gesprochen und wir wurden gebrieft und sagten, bitte sprechen Sie nur Englisch. Und auch untereinander bitte nur Englisch. Und wir konnten Gott sei Dank genug Englisch, um das auch in die Tat umzusetzen. Und wir aßen mit denen und wir sprachen Englisch und unterhielten uns. Und nach 3 Stunden sagte der Mann auf Englisch, kommen Sie doch mal runter in den Keller. Und dann setzte sich der Mann ans Klavier und spielte den Anfang der Mondscheinsonate, wandte sich dann zu uns beiden 17-Jährigen und sagte auf Deutsch, auch das ist Deutschland, nicht nur die Nazis. Herr Friedmann, also wir waren beide sensibel genug, um wirklich schlucken zu müssen. Und wir haben nichts gesagt. Und dann sagt er, kommt mal wieder hoch auf Deutsch. Und dann sagte er zu seiner Frau auf Deutsch, ab jetzt sprechen wir mit den beiden Deutsch. Daraufhin brach diese Frau wirklich in Tränen aus. Also, ich meine, das hat mich für mein ganzes Leben geprägt. Das können Sie sich vorstellen. Und natürlich, also wenn wir hier sitzen unter diesen großen Buchstaben Hoffnung, dann hatte dieser Mensch nach Jahrzehnten offenbar die Hoffnung, dass da 2 Jungs sitzen, nicht ganz dämlich, die offenbar für ihn wie eine Art von Zukunft verkörperten, für eine Haltung, die es ihm ermöglichte, an diesem Abend dieses jahrzehntelange Tabu zu brechen. Ich würde und das aber gerne ist als Erlebnis also unglaublich bis heute. Dann nehmen wir dieses Bild und dieses Beispiel, was Sie mit der Überschrift auch Hoffnung verknüpfen. 2 Menschen mit ihrer Biografie, die Sie geschildert haben, hoffen auf die nächste Generation. Und mit der Befreiung am 8. Mai 1945 beginnt ja eine Hoffnung. Es gibt diese Metapher nie wieder. Es gibt die Metapher während den Anfängen. Es gibt die Menschenrechtskonvention. Es gibt die UN. Es gibt eine Bundesrepublik Deutschland. Es gibt ein Grundgesetz, das mit dem Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar, beginnt.
Heute wird dieser Satz von nicht wenigen Menschen eher wieder so beschrieben, die Würde einiger Menschen ist antastbar. Von welch einer Hoffnung sprechen wir? Es ist furchtbar, dass die drittstärkste Partei im Deutschen Bundestag die AfD ist. Das ist spätestens da, muss in Menschen, die verantwortungsbewusste Bürger dieses Landes sind, eine Art von Verzweiflung darüber erstmal einsetzen und dann ein Bemühen darum, dass diese Partei aus dem Bundestag wieder rausfliegt und dass die vielen Menschen, die viel zu vielen Menschen, die glauben, diese Partei wählen zu können, sie möglicherweise bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr wählen. Ich habe tatsächlich immer wieder in den letzten Jahren wirklich verzweiflungsvolle Begegnungen mit Menschen gehabt, die ich für gebildet, für klug genug gehalten habe, dass sie die Ansichten, die sie mit offenem Visier mir gegenüber vertreten haben, einfach eigentlich nicht vertreten könnten. Ich habe sie für zu gebildet und für zu intelligent gehalten, diese Ansichten zu vertreten. Sie vertreten sie aber. Und ich versuche dann, teils mit enormen Krächen, Gott sei Dank habe ich keine Freunde verloren, sondern nur Bekannte. Meine Freunde, also die wirklich nahen Freunde sowieso nicht, das hätte mich umgehauen, das war nun nicht der Fall, also das hätte ich für gar nicht möglich gehalten, denn sonst wären es nicht meine Freunde. Aber Bekannte habe ich tatsächlich verloren und ich bin, obwohl ich eben noch gesagt habe, dass ich einen, sagen wir mal, skeptischen Optimismus an den Tag lege, die letzten Jahre haben mich da, wir haben ja da ein Gespräch geführt, wo wir beide, Sie noch mehr als ich, Herr Friedmann, wie soll es auch anders sein? Sie haben es erwähnt, Ihren familiären Hintergrund. Aber auch ich wirklich manchmal tatsächlich verzweifelt bin und eher pessimistisch bin als optimistisch, was das gesellschaftliche Klima angeht. Aber darüber sollten wir uns ein bisschen noch Zeit nehmen und nachdenken. Übrigens, wir sind beide, weil wir deutsche Staatsbürger sind, in diesem Land leben, glaube ich, genauso betroffen, auch wenn die Biografien der Familien unterschiedlich ist. Natürlich. Denn die Hoffnung, von der wir ja sprachen, mit dem Humanismus, dem zivilisatorischen Aufbruch, der ja versprochen war, darauf antwortete der Philosoph Ernst Cassirer in diesem Zusammenhang, Zitat, die Zivilisation ist eine ganz dünne Kruste über einen Vulkan. Obwohl um uns herum, in unserer Biografie, Rassismus, Judenhass, Schwulenhass und viele andere Hassmomente nie aufgehört hatten, hoffte doch unsere Generation, die Kruste sei tragfähiger geworden. Da geht mir so durch den Kopf, hätten wir doch nur weniger gehofft und mehr getan. Ist das unser Fehler? Dass wir gehofft haben in den ganzen Jahrzehnten, in denen wir Kind, Jugendliche, Erwachsener werden, dass die Hoffnung, Zivilisation habe sich entwickelt, immer wieder auch, nicht nur durch AfD-Wähler und Wählerinnen, unter Umständen als Illusion darstellt? An manchen Tagen denke ich, sie reißt schon diese Schicht der Zivilisation in einer Weise, wie es unerträglich wäre. Und ich müsste eigentlich, es kommt mir dann fast fahrlässig vor, nur noch Schauspieler
zu sein. Und ich denke, ich müsste eigentlich in die Politik gehen. Ich müsste mein Schärflein beitragen. Ich müsste viel mehr Zeit dafür aufwenden, sozusagen mit meinen bescheidenen Kräften. Aber jeder von uns, wenn wir, kann ja sein Zeug dazu beitragen. Ich müsste mich da mehr engagieren. An anderen Tagen denke ich dann wieder, es gibt genügend gesellschaftliche Kräfte, die dem immer noch entgegenstehen. Es gibt genügend Reaktionen, es gibt genügend Empörung, es gibt genügend Menschen, die so denken wie ich. Ich bin zuversichtlich und wie soll ich sagen? Ich bin auch alt genug schon, um zu wissen, dass der pure Optimismus falsch ist. Das ist absurd. Das kann man mit 20 sein, denken, oh, das ganze Leben liegt vor mir, ich bin ein bisschen blauäugig und so dusselig, wie man dann so ist. Mit jenseits der 60 kann man das irgendwie nicht mehr sein. Auf der anderen Seite will ich mir aber eben jetzt tatsächlich ausgehend von der Geschichte meiner Geburt, will ich mir sozusagen dieses Moment nicht nehmen lassen, zu denken, letztendlich setzt sich die Vernunft durch. Letztendlich haben die Nazis, sind eben dann von den Alliierten besiegt worden. Letztendlich haben Frauen jetzt mehr Rechte, als sie noch vor 100 Jahren hatten. Letztendlich gibt es keinen Paragraphen 175 mehr. Letztendlich wird trotz Trump möglicherweise es den Schwarzen, wenn er dann mal weg ist, auf die Dauer doch besser gehen als vor 50 Jahren und so weiter und so weiter. Also dieser Glaube an die menschliche Vernunft ist zumindest jetzt, heute hier, größer als die Verzweiflung darüber, dass es nicht so sein könnte. Also ich habe Ihnen zugehört. Ich würde das gerne ein bisschen nochmal aufbröseln. Also das Erste, was Sie gesagt haben, Sie hoffen, dass andere und genug andere da sind. Andere hoffen wiederum, dass Sie da sind. Die anderen hoffen wiederum, dass alle da sind. Ist das nicht das Problem der Hoffnung, dass sie delegiert wird in eine Zukunft oder zu anderen Menschen oder gesellschaftspolitischen Gruppierungen? Man sich einen Augenblick mit dieser Hoffnung, dass es die anderen machen, zurückzieht und immer wieder merkt, das kann man letztendlich nicht aber delegieren. Aber man muss doch erst mal hoffen, um überhaupt aktiv werden aber zu können. Ich würde hoffen, wenn ich nicht hoffe, kann ich nicht aktiv ja, werden. Ja, aber ich muss doch aktiv werden. Ich kann doch nicht darauf hoffen, dass Sie aktiv werden. Nee, ich kann es nicht delegieren. Ich versuche ja sozusagen schon aktiv zu sein. So, dann nehme ich jetzt nur Ihr letztendlich. Und da wir dann doch dialektisch spielen müssen, reden müssen und das auch ernst nehmen müssen, letztendlich sind Demokratien, die in den letzten Jahrzehnten aufgebaut worden sind, in Europa beispielsweise, nicht nur in Gefahr, sondern teilweise am Zerbröseln. Rechtsstaatlichkeit, Presse- und Meinungsfreiheit, in Ungarn, in Polen, aber wir haben auch in Österreich eine Regierung, erst kürzlich mit demselben Kanzler erlebt, wo die FPÖ dabei war, wir haben es in Italien erlebt. Letztendlich waren Rassisten, Judenhasser noch nie so unverschämt in der Moderne, wie sie es momentan sind. Letztendlich ist das neue Denken, wie Hannah Arendt das formuliert hat, nach Auschwitz irgendwo stecken geblieben, falls es sich entwickelt hat. Letztendlich haben Minderheiten nach wie vor das Erleben, dass die Würde des Menschen als unantastbarer Wert ihnen nicht von allen, von mehr als denn je, aber wiederum wenigeren als noch vor 10 Jahren zugebilligt wird. Also ist es jetzt die Hoffnung mit dem letztendlich oder ist das eine Hoffnung auf ein hoffentlich gutes Ende? Letztendlich? Naja, die Hoffnung beinhaltet ja das, wie soll ich sagen, Hoffnung ist
Also, ich fang noch mal anders an. Wenn ich nicht hoffen würde, dass sich bei allen Verwerfungen in unserem Land, in Europa, auf der ganzen Welt etwas zum Besseren verändern ließe, würde ich mich nicht engagieren, würde ich nicht dafür werben, dass man sich engagieren möge, was ich bei jeder passenden und auch unpassenden Gelegenheit, neulich sagte mir ein Journalist, Herr Mattes, lassen Sie heute mal das Thema AfD weg. Es ist Ihr Lieblingsthema, gegen die AfD zu wettern. Ich sage, Sie wollen mir doch nicht vorschreiben, was ich... fragen Sie und ich antworte. Also insofern, mein Engagement, was sozusagen auch beinhaltet, dass ich möglichst viele andere Menschen aufgrund meiner bisschen Prominenz, was ich so mit mir rumschleppe, versuche zu aktivieren, mehr kann ich nicht leisten. Und das, es sei denn, ich sage, ich übe jetzt einen anderen Beruf aus, gehe in die Politik, muss wahrscheinlich dann in irgendeine Partei oder bin als Quereinsteiger unterwegs oder ich weiß nicht was. Ich habe darüber schon mal nachgedacht, habe mich auch mit Politikerinnen und Politikern darüber unterhalten, in unterschiedlicher Form, teils scherzhaft, teils ganz seriös und ernsthaft. Aber ich versuche sozusagen mit meinen bescheidenen Kräften, weil ich daran glaube, dass ich von Individuum zu Individuum etwas erreichen kann. Zum Beispiel meine Kioskbesitzer, bei denen ich mir irgendwie donnerstags die Zeit, am Samstag den Spiegel, zwischendurch die Süddeutsche Kurve, die haben mir gestanden mit schlechtem Gewissen, weil sie schon ahnten, dass sie da von mir aufs Dach kriegen, dass sie die AfD gewählt haben. Und dann habe ich jahrelang immer wieder habe ich gesagt, Herr und Frau sowieso, aus den und den und den Gründen halte ich es für so. Und da haben sie am Anfang noch gesagt, na, Sie können viel reden und so weiter und so weiter. Und vor einem halben Jahr oder was haben die mir gesagt, Herr Mattes, wir haben uns überlegt, Sie haben so immer und immer und immer wieder versucht, auf uns einzureden und wir versprechen Ihnen, beim nächsten Mal wählen wir die AfD nicht. Weil Sie es nicht mehr aushielten, dass Sie sie dauernd ansprechen oder weil Sie die Menschen überzeugt haben, waren die Argumente, die Vernunft, das, was Sie beschrieben haben, entscheidend. Herr Friedmann, das ist mir dann letztendlich auch wurscht. Mir nicht. Nein, natürlich nicht. Das sage ich doch jetzt als Pointe. Nein, ist mir klar. Deswegen habe ich es doch als Pointe gesagt. Ist mir klar. Aber gehen wir... Nein, natürlich wäre es mir lieber, die Argumente hätten gezündet. Das sind liebenswerte, einfache Menschen. Ich habe mir den Mund vorsichtig geredet und pipapo. Also ich will damit nur sagen, es ist ja auch eine Kindheitssache schon. Ich habe als Kind am Mittagstisch, haben mich mein Vater, der war ja ein prominenter Journalist, der war beim Tagesspiegel, in seinen letzten Jahren Chefredakteur des Tagesspiegels in Berlin, und meine Mutter haben mein Bruder und mich, mein Bruder ist zurückhaltender und scheuer als Kind gewesen, als ich das war. Ich war vorlaut, aber immer sozusagen ermuntert, unsere Meinung zu äußern. Wir wurden sehr aufgefordert, auch kontrovers, wir durften uns auch streiten, am Mittagstisch nichts dagegen. Und wir wurden aufgefordert, unsere Meinung zu sagen und sozusagen aktiv zu sein und uns einzubringen und so. Und natürlich hat mich das auch geprägt, ist ja klar, mein Gott, das Elternhaus prägt einen ja extrem. Und insofern kann ich nicht anders als versuchen, mich zu engagieren, egal in welchem Zusammenhang. Teils sozusagen zivil couragiert in der S-Bahn, wenn ich das Gefühl habe, da wird irgendein Angehöriger irgendeiner Minderheit oder so irgendwie schlecht behandelt, da quatsche ich dann auch dazwischen, sei es als Promi mal bei Interviews oder so. Ich glaube daran, dass man als Individuum im kleinsten, allerkleinsten Mikrokosmos Dinge bewegen kann. Und das ist ein Zeichen eines Lebensgefühls geradezu, von Hoffnung, was natürlich immer wieder mit Füßen getreten, konterkariert, ironisiert,
mit Zynismus beworfen wird und trotzdem versuche ich dem, ich bin ja nicht dämlich, also ich nehme das ja auf und weiß, dass ich bin ja nicht blauäugig, ich versuche dem aber immer wieder was entgegenzusetzen an, letztendlich an Hoffnung. Aber wir versuchen das ein Stück weiter zu spinnen. Wenn man mit Menschen sitzen würde, heute Abend, Stichwort Moria, Stichwort Menschen, die geflüchtet sind, dann merken wir, dass es ganz unterschiedliche Hoffnungsfenster gibt. Die Menschen, die in Moria oder anderswo in menschenunwürdigen Verhältnissen leben, die wir als Europäer zulassen, sie sind ja bei uns zu Hause, hoffen auf ein anderes, ein besseres Leben. Es gibt Menschen auch in Deutschland, die hoffen, dass diese Menschen jedenfalls das bessere Leben nicht bei uns machen und sich die Frage nicht stellen, wo sollten sie ein besseres Leben haben. Dann gibt es Länder, Politik, Gesellschaften, die in diesen unterschiedlichen Hoffnungsfenster versuchen, eine kleine Öffnung zu machen oder Riegel vorzuschieben. Was ich mit dieser Geschichte nur erzählen will, ist, alle benutzen ein Wort Hoffnung und unterschiedliche Hoffnungen prallen aufeinander, teilweise konträr. Was ist denn jetzt dann Hoffnung? Haben alle das Recht auf diese Hoffnung, auch wenn es auf Kosten anderer geht? Ja, zunächst mal ist es ein, wie soll ich sagen, unverbrüchliches Menschenrecht, Menschengefühl, Menschenrecht, seiner Hoffnung nachzugehen. Und ich kann erstmal jeden Menschen, der in beschissenen Verhältnissen irgendwo in Afrika, in Asien, in Syrien, in sonst wo lebt, verstehen, wenn der sagt, ich versuche für mich und für meine Familie irgendwo in Europa, möglicherweise in Deutschland, ein besseres Leben anzufangen. Das wird dann bei uns realpolitisch unter dem Siegel Wirtschaftsflüchtling klassifiziert, eingeordnet, von bestimmten Parteien sofort negativ konnotiert, von anderen positiv, man muss doch Humanität und so weiter und so weiter. Ich möchte nicht in der Haut der Bundeskanzlerin stecken, die weiß, dass sie mit einem bestimmten Verhalten sich den Zorn, das hat sie ja getan mit ihrer Flüchtlingspolitik 2015, es gibt viele Stimmen, darüber kann man ja trefflich streiten, die sagen, letztendlich ist die Entscheidung der Bundeskanzlerin, die Grenzen nicht zu öffnen, das ist ja Quatsch, sondern die waren nicht ja offen, zu schließen. Nicht zu schließen, genau, dass die diese Entscheidung dafür verantwortlich war, dass die AfD so stark ist, wie sie jetzt ist. Darüber kann man endlos streiten. Dann hat sie Europa. Natürlich sagt sie zu Recht, wenn wir uns zumal gegenüber dem Amerika Trumps, dem Autoritarismus von Xi Jinping und Putin, haben wir doch nur eine Chance, wenn wir uns als Europäer sozusagen auch Humanität auf die Fahnen schreiben. Und dann hat sie aber realpolitisch damit zu kämpfen, dass allein jetzt schon in einer Situation, wo einem doch das neben der Realpolitik auch das Herz sagen könnte, Kinder, die da in Moria hocken, lasst uns die doch jetzt einfach mal, das sind doch, ist doch ein Telefon, eine Videotelefonkonferenz von einer Stunde und dann haben wir diese Menschen da verteilt. Das ist aber nicht möglich, weil Realpolitik offensichtlich anders funktioniert, als ich mir das mit meinem hoffnungsvollen Herzen oder Sie und noch ein paar andere vorstellen, sondern dann sagt halt Kurz, obwohl er in der Koalition mit den Grünen ist, so funktioniert dann Realpolitik. Da ist er mächtig genug, dass er sagt, meine Grünen interessieren mich nicht, die sind mir scheißegal. Und auch die Grünen wollen vielleicht die Koalition mit Kurz nicht aufgeben. Sonst müssten sie ja eigentlich sagen, sag mal, hast du sie noch alle, Sevi? Wir holen auch 1000. Dann sagt Orban nur über meine Leiche. Dann sagen die Polen nur über unsere Leichen. Dann sagen sogar die Balten nur über unsere Leichen. Also
da möchte ich jetzt nicht, sie hat ja gerade gesagt, die Bundeskanzlerin, es ist verdammt schwierig, dann mit Seehofer und der CSU, dann sitzen wir hier, wir Idealisten, die wir aber auch nicht dämlich sein wollen, und sagen, es muss doch möglich sein, zumindest in dieser konkreten Situation, diesen Menschen dort jetzt irgendwie zu helfen. Aber und dann kommen aber die Realpolitiker und sagen, so funktioniert das. Herr Matthes, um das zu sagen, müssen Sie ja eine Hoffnung haben. Sie müssen die Hoffnung haben, es gibt einen Beweggrund, Motiv, das könnten wir jetzt Humanismus, Empathie nennen. Es gibt ein Motiv, dass man auf die europäische Idee baut, zu sagen, wir sind eine Solidargemeinschaft, wir verteilen die Probleme, die Lasten und die Vorteile. Sie haben 3, 4 Reaktionen aus Europa genannt. Es muss die Hoffnung geben, dass Menschen, die hoffen, dass nicht andere Menschen in unser Land oder in andere Länder gehen, dass diese Menschen ihre Hoffnung in dem Fall enttäuscht bekommen. Es braucht aber auch die Hoffnung, dass aus rationalen Gründen, aus Interessen Menschen verstehen. Die einen würden sagen, es ist gut, dass Leute von außerhalb kommen. Die anderen würden sagen, es ist nicht in meinem Interesse. So viele Hoffnungen. Ja, natürlich. Jetzt würde ich das alles gerne zusammenfassen. Hannah Arendt sagt nach Auschwitz, denkt ohne Geländer. Das heißt, denkt das Neue. Wagt euch nach vorne, vielleicht fällt ihr. Aber alles, worüber wir reden, der Fremde in Anführungsstrichen, der Flüchtling in Anführungsstrichen, der andere, die andere in Anführungsstrichen, was hat sich trotz aller Hoffnung wirklich so sehr substanziell verändert, seit Hannah Arendt gesagt hat, denkt ohne Geländer? Na, weil natürlich eine verantwortungsvolle Politik bis zu einem gewissen Grad auch immer Realpolitik ist. Aber bis zu welchem Grad? Verändert sich der Grad? Ja, und Sie hoffen, es hätte sich verändert. Ja, aber natürlich muss ich mir also ich versuche jetzt mal empathisch zu sein, in diejenigen, die in den Regierungen sitzen in Europa und sich Gedanken darüber machen, wie wir mit diesem Flüchtlingsproblem umgehen. Und natürlich muss man die Stimmen derjenigen zumindest in Betracht ziehen, die sagen, eine Gesellschaft ist nur bis zu einem gewissen Grad in der Lage, geflüchtete Menschen aufzunehmen, infrastrukturell wie emotional, wie kulturell. Mein Herz, auch meins, sagt mir, es sind ja alles einzelne Menschen, es sind ja Individuen mit Schicksalen. Es wäre schön, wenn es möglich wäre, all diesen Menschen zu helfen. Mein Verstand sagt mir, dass eine Gesellschaft, wie man an der, nicht nur an der AfD, wie man an sämtlichen rechtspopulistischen Verwerfungen auf der ganzen Welt sieht, gibt es offenbar Bewegungen in den Gesellschaften, auf die eine verantwortungsvolle Politik in irgendeiner Weise, ohne auch nur einen Hauch ihnen entgegenzukommen, das ist ja das Problem, sie aber trotzdem in ihren Entscheidungen mit ins Kalkül einbeziehen muss. Das heißt, man muss so human bleiben, wie es auch nur irgendwie möglich ist, und trotzdem den Rechtspopulisten sozusagen keinen Zentimeter entgegenkommt. Wie hoffnungslos. Und das ist wahnsinnig schwierig. Wenn ich Ihnen so zuhöre, ging mir gerade durch den Kopf, wie hoffnungslos ist eigentlich die Hoffnung? Was passiert denn in Realität für die Menschen, um die es geht? Man kommt niemandem entgegen gleichzeitig. Wo ist die Hoffnung im Hoffen, wenn man sich anschaut, wie die Welt auch ist? Auch unsere Welt hier heute. Aber wir erleben es doch schon im Kleinen, Herr Friedmann, wie wenig empathiefähig manche Menschen sind. Das erleben wir doch, also dazu müssen wir gar nicht an die große Politik und an die Weltprobleme denken, sondern wir erleben es doch manchmal im Umgang mit einem anderen Menschen, wo man denkt, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass der oder die so wenig in der Lage ist,
sich in den kleinsten Gefühlshaushalt eines anderen Menschen hineinzubegeben. Ich mache das ja nun von Berufswegen. Also meine Arbeit besteht ja ausschließlich, möchte ich fast sagen, darin, mir vorzustellen, das ist übrigens auch das Schöne, das Beglückende geradezu an dem Beruf, dass ich aufgrund meines Berufes ständig dazu aufgefordert bin, mir vorzustellen, wie ein Mensch, der nicht ich bin, ist, wie der denkt, wie der fühlt, wie der sich bewegt, was der für Handbewegungen macht, kratzt er sich, kratzt er nicht, hat er Humor, hat er keinen und so weiter und so weiter. Und in der jahrzehntelangen Beschäftigung mit dieser Aufgabe mache ich immer wieder die immer noch verblüffende Erkenntnis, wie empathieunfähig manche Menschen sind. Und mit denen muss man ja auch irgendwie umgehen, mit denen muss man einen Staat machen, mit denen muss man Politik machen, für die muss man Politik machen, denn jeder Einzelne, Gott sei Dank, wir leben ja nun mal, Gott sei Dank, in einer Demokratie, wo die Stimme eines noch so blöden Mannes oder blöden Frau genauso viel zählt wie die eines Menschen, der sich ein paar mehr Gedanken macht. Und mit all diesen Individualitäten muss man umgehen. Und das, wie soll ich sagen, manchmal resignieren Sie und auch ich und denken, es ist alles, es bewegt sich ja wie die Schnecke, ein Zentimeter vor und dann kraucht sie aber zwei wieder zurück und so. Aber man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Wenn wir gläubig wären, schlauer kann ich es gerade nicht sagen. Man darf die Hoffnung eben trotzdem nicht aufgeben, trotz aller Rückdingsbums. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Schritte. Anders geht's doch nicht. Das ist ganz interessant, weil, wenn ich das noch mal ein bisschen erweitern darf. Es ist eine Binsenweisheit, was ich gerade gesagt habe. Das weiß ich nicht. Es ist gar nicht interessant. Das weiß ich nicht. Es ist eine Binsenweisheit, ja. Aber manchmal muss man auch Binsenweisheiten sagen, weil einem sonst das Herz überläuft. Ja, ich würde der Binsenweisheit, wie Sie es nennen, so ein, zwei Bilder entgegensetzen. Das eine Bild ist, dass in vielen Gesprächen mit Holocaust-Überlebenden im KZ war, wo man sich dann gefragt hat, wie hältst du das aus? 24 Stunden und nochmal 24 Stunden. Nicht wenige mir geantwortet haben, weil ich die Hoffnung ausgeschaltet habe. Die Hoffnung an diesem Ort der Hölle wäre eigentlich das größte Problem, weil die Erwartung, die immer wieder von Neuem enttäuscht wäre, mich die letzten Reserven gekostet hätte. Und in einem anderen Zusammenhang schrieb auch der Philosoph Slavoj Žižek, dass Hoffnung ein Irrtum sein kann. Erst wenn wir verzweifeln und nicht mehr wissen, was wir tun sollen, kann die Veränderung in eine Tat umgesetzt werden. Und wir müssen durch diesen Nullpunkt der Hoffnungslosigkeit hindurch. Schaut man sich Moria nochmal an, ich war dort vor einem Jahr und habe eine Reportage gedreht, dann merkt man, dass anscheinend der Punkt der Hoffnungslosigkeit der Moment war, wo diese Menschen nicht mehr mitgemacht haben bei der Dramaturgie, die Griechenlands Regierung, aber auch die Europäische Union ihnen als Drehbuch eingeschrieben hat. Also kann es sein, dass der Moment der Hoffnungslosigkeit, der Tiefpunkt der Existenz, zu dem realsten Moment der Hoffnung ins Handeln führt? Ganz offensichtlich, wenn ich höre, was Sie mir über die Überlebende der Shoah eben gesagt haben. Wer bin ich dem? Ich kann dem nichts entgegenhalten. Ganz offensichtlich war das für manche Menschen in den KZs war das so. Ich finde das tief bewegend, wenn Sie mir das sagen. Ich habe einen, ich mache einen Schillerabend mit Schillerballaden, den habe ich hier in Frankfurt auch gemacht, in Berlin. Und Ruth Klüger, die Germanistin, Schriftstellerin, die hat gesagt mal, dass sie
Auschwitz nur deswegen, unter anderem, ganz wesentlich deswegen überlebt hat, weil sie immer wieder sich Schillerballaden aufgesagt hat und weil sie ihr an diesem Ort wie sozusagen ein Rest von Humanität im Kopf erinnerlich war aus ihrer Schulzeit. Mich hat das natürlich auch bewegt damals, als ich das gelesen habe. Ich habe ja auch, wie soll ich sagen, im Laufe meines Lebens immer wieder Zeugnisse von Überlebenden der Shoah gelesen. Offenbar gab es da die unterschiedlichsten Möglichkeiten, mit denen man sich am Leben halten konnte. Und ich, wenn ich das höre, dann, also was Sie eben erzählt haben, dann, ja. Versuchen wir es doch mal aus einer anderen Perspektive, uns diesem sehr vielschichtigen und ambivalenten Begriff zu nähern. Was ist, wenn Sie darüber nachdenken würden, das Gegenteil von Hoffnung? Was fällt Ihnen als Gegenteil ein? Resignation, Zynismus. Nachher lese ich Ihnen noch ein Gedicht vor von Schiller, das heißt Hoffnung. Gut, dann warten wir und ich hole die Frage nochmal. Ich beantworte es dann mit Schillers Wort. Gut, also bevor Schiller alles andere unmöglich macht. Wir erleben ja solche Situationen, wo Menschen existenziell hoffnungslos werden. Wir erleben es gerade auch jetzt, während so einer Corona-Pandemie. Da werden Hoffnungen zerstört. Teilweise, weil sie enttäuscht werden von Menschen, teilweise, weil die Situationen sich so darstellen. Und meine Erfahrung ist, dass sehr viele Menschen die Hoffnungslosigkeit als ständigen Begleiter haben. Was nichts daran ändert, dass sie vielleicht diesen letzten Motor an Hoffnung, den sie ja immer wieder aktivieren, nicht vergessen haben, aber dominanter ist diese Perspektive der Hoffnungslosigkeiten. Die Menschen erkranken, sie verlieren ihren Arbeitsplatz, Verwandte, Menschen, die man liebt, sterben. Wenn man jetzt nicht sich mit Gott auseinandersetzt, sondern irdisch bleibt, wie würde man einem solchen Menschen erzählen, die Hoffnung, ein furchtbarer Satz übrigens, stirbt zuletzt? Das stimmt nicht. Die Hoffnung stirbt nicht zuletzt, oder? Wie erklärt man so einem Menschen mit ihren Fähigkeiten, die sie haben, nach all diesen Wolken, habe Hoffnung? Aber Herr Friedmann, ich meine, wenn ich da vorhin mit Frau Wenzel durch diese Ausstellung gegangen bin, mit dem Erlebnis, also es gibt doch viele, viele Menschen, die jahrelang im KZ waren, überlebt haben und dann danach gesagt haben, wir fangen in Deutschland aber wieder an. Wir gehen in das Land der Täter, weil wir uns als Deutsche fühlen, wir wollen hier wieder neu anfangen. Wenn das nicht, das gibt doch kaum was Bewegenderes als die Biografien dieser Menschen, die mit der Erfahrung der Shoah im Hintergrund sagen, wir fangen hier wieder an, wir wollen in Deutschland, wir glauben daran, wir hoffen, dass es ein anderes Deutschland wird, wir hoffen, dass wir hier wieder Wurzeln schlagen können. Wir hoffen, unsere Kinder schlagen Wurzeln. Wir wollen hier wieder anfangen zu leben. Wir haben überlebt. Also wenn es das, wenn das ist doch irre. Ich
lass den Begriff irre stehen und verwandle ihm in die Zeitreise ein paar Jahrzehnte weiter. In dieser Zeit haben die Mitläufer und die Täter sich schön kamoufliert und Legenden hergestellt und alle hatten irgendwie Juden im Keller versteckt. In dieser Zeit versagt auch die bundesrepublikanische Justiz. Keine 0,5% der Täter in den KZs stehen vor einem Gericht. In dieser Zeit, gibt es ja, wir wollen ja über die Wechselwirkung zwischen dem, was Sie gerade beschreiben, und den Enttäuschungen, den Täuschungen unter Umständen, ja, dann das hinzufügen. In dieser Zeit übrigens muss mehr und mehr jede jüdische Schule, also es sind jetzt die Kinder, der Inbegriff der Hoffnung sind Kinder, sind wir uns darüber einig? Gut. Diese Kinder müssen mehr und mehr in Schulen gehen, die von Polizei bewacht werden, übrigens lang vor der AfD, weil es auch schon vor der AfD, wie alle Umfragen und wissenschaftlichen Untersuchungen das zeigen, bei einem Fünftel, wenn nicht gar bei einem Viertel der Bevölkerung Ressentiments gibt, Vorurteile gibt, Gewalt gibt. Wenn wir uns ins Jahr 2020 beamen, die erste Synagoge vor wenigen Monaten, ein rechtsterroristischer Anschlag. Warum ich das jetzt dem entgegensetze und ich will eine dritte Ebene schaffen, es sind Kinder daraus entstanden, Enkelkinder sind entstanden, es gibt wunderbare Lebensbiografien und nichtsdestotrotz ist das, was wir berichten und was ich zusammenfasse und wo ich einen Fehler mache, was vergessen habe, freue ich mich noch auf weitere Perspektiven. Und die Erkenntnis, dass wir, wenn wir von jüdischem Leben in Deutschland sprechen, nach wie vor von einem existenziell bedrohten Leben sprechen, stellt sich die Frage, und die stelle ich jetzt, meine jüdische Sicht ist bekannt, meinem nichtjüdischen Freund, wir sind beide Deutsche. Was ist die Bilanz all dieser Hoffnungen? Was ist aus dieser von Ihnen so ermutigend vorgetragenen Plädoyer dann heute da? Und ich stelle die Frage wirklich sehr offen. Ich bin neugierig, wie Sie das als hoffnungsvoller Mensch interpretieren. Die Geschichte des Hoffens ist doch auch eine Geschichte der Rückschläge. Die Geschichte des Hoffens ist eine Geschichte, die immer wieder in Frage gestellt wird von den Zynikern, von den Gewalttätigen, von den Anti-Empathischen, von mir aus auch von den Resignierten. Und es ist, wie soll ich sagen, es ist Teil der Menschheitsgeschichte, dass es die einen gibt, die sagen, wir glauben bei allem, was dem an Erfahrung entgegenspricht, daran, dass ich sozusagen zu 51% das Gute, die Vernunft, das Helle, das Mitmenschliche, das Solidarische, das Zugewandte durchsetzt. Und dann gibt es die anderen, die dem ihren Zynismus, ihre Gewalttätigkeit, ihre und den ganzen Rattenschwanz entgegensetzen. Und aus diesem Antagonismus dieser beiden Kräfte besteht die ganze Weltgeschichte, besteht übrigens auch die Kunst. Also die allermeisten Werke der Weltliteratur handeln letztendlich davon. Faust und Mephisto sind sozusagen das für uns Deutsche, jetzt zumal in Frankfurt, einem Sohn dieser Stadt, das naheliegendste Beispiel. Und wir können, oder ich kann es auch auf Hochdeutsch sagen, wir beide, da manchmal setzt sich der Berliner durch, also wir beide können doch nichts anderes tun, meiner Meinung nach,
als diesen Kräften versuchen, unseren Kampf, unseren Einsatz, unsere Leidenschaft, unsere Vernunft, unseren Humor übrigens auch nicht zu unterschätzen, den Humor entgegenzusetzen. Und aus diesem immerwährenden Kampf, der immer wieder Rückschläge einstecken muss und Narben und Tritte, entsteht das Leben, entsteht die Weltgeschichte, entsteht Kunst. Und wir dürfen aber die Hoffnung nicht aufgeben, dass sich die letztendlich die Vernunft durchsetzen wird. Kann es sein, dass viel zu viele Menschen viel zu lange gehofft haben oder darüber sprachen, dass sie hoffen, aber wenn wir die Bundesrepublik nehmen, zu spät wäre ja Resignation. Genau. Ich habe meinen Text auch gelernt. Merken. Ich habe keinen Text gelernt, ich, ja, aber ich improvisiere. Aber ich habe den Text zu spät, zu früh, das kenne ich seit Jahrzehnten, wenn man Gespräche führt und deswegen zitiere ich das nochmal. Ich kenne übrigens auch viele Menschen, die mit tiefem Engagement hoffen, dass es besser wird. Die wenigeren handeln. Und deswegen komme ich doch nochmal auf dieses zu spät. Aber woher nehmen Sie diese Prozentzahl? Naja, wenn Sie sich anschauen. Die wenigeren handeln. Das will ich Ihnen gerne erzählen. Vergessen wir jetzt unsere individuellen Aktivitäten. Schauen wir uns Gesellschaften an, die wir beide in den letzten Jahren und Jahrzehnten beobachten konnten, ein Teil davon sein konnten. Die Republik Österreich wählt zweimal oder lässt es zu, dass eine Regierung gebildet wird, übrigens die erste Regierung mit der FPÖ, in der ein Wahlkampf geführt wurde, der ausdrücklich menschenfeindlich war, demokratiefeindlich war. Wir erleben in unserer nächsten Nachbarschaft, dass Länder, in denen Demokratien sich gerade aufgebaut haben, demokratisch Mehrheiten bilden können, wo Demokratiestandards abgebaut werden. Nicht nur in Osteuropa, auch in Italien haben wir das mit Salvini gesehen. Wir leben in unserem Land, in unserer Gesellschaft, dass der Begriff, den wir beide, glaube ich, verinnerlichen und sagen, ja, so müsste es sein, nie wieder, und während den Anfängen, und damit meine ich jetzt nicht nur Judenhass. Nein, okay. Dass, wenn wir uns heute umschauen, wir feststellen, dass sowohl machtpolitisch, das heißt Wahlstimmen, als auch in unserem Alltag, vom digitalen Verstärker rede ich schon gar nicht, mehr und mehr sich Dinge entwickeln in eine Richtung hin, wo, und das ist nicht eine Annahme, sondern das kannst du knallhart feststellen, Demokratiestandards, Menschenrechtsstandards, die Frage, wie gehen wir miteinander um, die Empathie, jedenfalls nicht sich nach vorne in eine Progression bewegt hat. Wenn man diese Diagnose vielleicht, was möglich ist, ganz anders stellen möchte, das ist möglich, aber ich würde sie mal in den Raum jetzt so stellen, nicht weil ich hoffnungslos bin, sondern weil ich diese Symptome jedenfalls dem gegenüberstelle, was zu früh und zu spät ist. Also wir fingen damit an, während den Anfängen. Millionen haben keinen Anfängen sich entgegengestellt. Oskar Schindler, jetzt kommen wir zu meiner Biografie, furchtbar spät, aber dann doch, stellt sich die Frage, warum nicht viele früher, vielleicht hätte das nicht tun müssen. Jetzt wir beide, alle, die wir hier sitzen, wir sind seit Jahrzehnten Bürger in diesem Land. Also stelle ich mir die Frage, um es nicht anderen zu stellen, haben wir genug getan? Habe ich genug getan? Anscheinend nicht, sonst wäre meine Diagnose nicht so, wie sie ist. Jetzt sprach ich zu mir, spreche ich aber auch gern zu anderen, denn alleine veränderst du, wenn überhaupt, nur eine kleine Welt. Würden Sie dieser Erzählung folgen und was wäre Ihr Schluss außer der Frage, ich tue, was ich kann, weil wir ja auch gesellschaftspolitisch Hoffnung diskutieren müssen, ist die Hoffnung für Minderheiten, für Menschen, die hierher kommen,
die hier sind, ist sie eine bessere geworden, stagniert es, ist es spät, ist das alles noch übertrieben? Wo würden Sie das einordnen? Naja, ich vielleicht, als ich im Zug saß und mich so ein bisschen innerlich vorbereitet habe, dachte ich, wenn der Abend sozusagen nicht, also wenn der nicht diese Überschrift hätte, Hoffnung, das verführt natürlich dazu, die Hoffnung hochzuhalten. Und mich allemal, der ich eben ein, wie ich gesagt habe, so wie ich bin, muss ich mir da nicht große Mühe geben, die Hoffnung hochzuhalten. Aber wenn der Abend hieße Sorge, dann würde ich vielleicht anders reden. Und dann würde ich vielleicht doch bei allem meinen also bei meinem auch realen, ich habe jetzt hier mir keine Larve übergezogen und eine Hoffnungsmaske angezogen, das ist schon so. Aber vielleicht hätte ich, sagen wir mal, sorgenvoller geredet, wenn der Abend Sorge geheißen hätte, weil die Sorgen mache ich mir tatsächlich auch um den Zustand des Landes und auch Europas, weil ich ein wirklich leidenschaftlicher Europäer bin. Ich hänge sehr an dem Gedanken eines vereinigten Europas und so. Insofern versuche ich auch ein bisschen, weil ich ja spüre, wie Sie drauf sind sozusagen, versuche ich dem extra auch ein bisschen mit Schmackes die Hoffnung entgegenzuhalten, mache mir aber tatsächlich an manchen Abenden, wenn ich so, gerade neulich saß ich da mit einem Freund zusammen, der ist Jude, schon ein langjähriger Freund, und der ist eigentlich, wie soll ich sagen, der ist politisch relativ unengagiert und macht sich aber tatsächlich zunehmend Sorgen um sich als Juden in Deutschland. Und da saßen wir dann beide so ein bisschen, wie soll ich sagen, blue am Ende dieses Abends, weil wir doch sehr viel über den politischen Zustand, auch in Europa, wer weiß, wie das mit Marine Le Pen bei der nächsten Wahl wird, womöglich besiegt sie dann Macron, wer weiß, ob Salvini nochmal hochkommt und so weiter. Also, ich entgegen eigentlich meinem Vorsatz, man ist ja auch nicht immer der Gleiche, vielleicht wenn wir uns in einer Woche unterhalten hätten, wäre ich ein bisschen pessimistischer gewesen, als ich das heute bin. Auch vielleicht, weil ich vorhin mit Frau Wenzel durch die Ausstellung gegangen bin und so das jüdische Leben von heute hier und so die also ich. Also wenn Sie skeptisch werden, muss ich dialektisch einfach die Hoffnung wieder verteidigen. Naja, nee. Muss nee, ich nee. Wieder die Hoffnung Sie müssen verteidigen? Sich da, ja. Doch, ich verteidige Sie ja, ist ja gut. Aus ist ja richtig. Grundsätzlichem heraus. Na, das sowieso. Na, das habe ich ja nun lange noch schon. Grundsätzlich sowieso. Aber jetzt konkret, im Moment, jetzt, so, da habe ich auch das Gefühl, Es ist so ein bisschen wackelig. Und da ist meine Hoffnung folgende. Sie haben es angesprochen. Wenn nach 1945, nach all dem, was an Zivilisationsbruch stattgefunden hat, wir denn doch da sind, wo wir sind, soll mir keiner erzählen, dass es nicht besser sein könnte als heute, wenn wir es tun. Schiller. Jetzt ist Schiller dran? Ja, das letzte Wort. Hoffnung hat Schiller.
Ich muss es leider aus dem Handy ablesen. Nein, beachten Sie die Modernität unserer Veranstaltung. Schiller wird vom iPhone her rezitiert. Moment, ich mache es mal leise, falls es jetzt gerade irgendwie piepst oder klingelt. Ich brauche eine Lesebrille, die habe ich dabei. Solange Sie suchen, muss ich allerdings wieder mir widersprechen und sagen, wenn wir es nicht tun, soll keiner sagen, er hätte es nicht gewusst. Das Gedicht heißt tatsächlich, habe ich vorhin schon angekündigt, es heißt Hoffnung von Schiller. Es reden und träumen die Menschen viel von besseren künftigen Tagen. Nach einem glücklichen goldenen Ziel sieht man sie rennen und jagen. Die Welt wird alt und wird wieder jung, doch der Mensch hofft immer Verbesserung. Die Hoffnung führt ihn ins Leben ein, sie umflattert den fröhlichen Knaben, den Jüngling locket ihr Zauberschein, sie wird mit dem Greis nicht begraben, denn beschließt er im Grabe den müden Lauf, noch am Grabe pflanzt er die Hoffnung auf. Es ist kein leerer, schmeichelnder Wahn, erzeugt im Gehirne des Toren. Im Herzen kündet es laut sich an. Zu was Besserem sind wir geboren. Und was die innere Stimme spricht, das täuscht die hoffende Seele nicht. Das war's. Danke, dass Sie da waren.